Freunde. Und wir werden Ihnen am 8.10. einen Denkzettel verpassen, dass Sie sich so schnell nicht mehr erholen werden. Meine lieben Freunde, in Absprache mit der Polizei haben wir heute versucht, diese Kundgebung nicht eskalieren zu lassen. Es hat geheißen, es wäre für die Sicherheit von allen hier besser, nicht über das zu sprechen, was passiert ist. Offenbar hat es einen gewaltsamen Angriff auf den Fraktionsvorsitzenden und AfD-Chef und Bundesvorsitzenden hier 2 Meter neben der Bühne gegeben. In einem Deutschland des Oktober 2023, wo Söder, Merkel, Steinmeier und das gesamte politische Establishment zu Gewalt aufrufen, zu Ausgrenzung aufrufen, darf man sich dann nicht wundern, dass Gewalt durchgeführt wird. Vielleicht haben heute einige irrgeleitete Wahnsinnige Dino Krupala verletzt. Sie werden ihrer gerechten Strafe zugeführt, wenn die Polizei sie findet. Aber die wahren Motivatoren dieses Wahnsinns sitzen in jener Politik, die am 8. Oktober abgewählt werden muss.